herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn gleich. Jo Leute, wir schauen jetzt mal wieder in Mamas Almoge Geheimnis Schatulle rein, was da so heute am Stissel ist. Wir gucken mal, hier ist noch Professor Farnsworth in Mythic. So, was haben wir als nächstes? Wir haben noch die Cognac Tire Box hier vorne am Start. So, das ist mit Cognac Bender, Beer Festival, Thunder Cocktails Wine Trio, Francine Smith, Bill Daugherty. Hier diese Combo Masteries, wenn ihr es euch genauer anschauen wollt. Ich habe ein separates Video dazu gemacht. Einfach mal gucken, Cognac Tire Box. Ähnlich ist es mit der Space Tire Box. Also ich bin von der Cognac Tire Box nicht so begeistert. Space Tire Box hier, Laser Guns, Tui Pantry Guns, Philip J. Fry, Planet Express Schiff, Neil Goldman und Peter. Dann haben wir diese ganzen Combos hier. Ich befürchte, dass diese Kombos hier auf Dauer für diese ganzen Special Challenges notwendig sein werden. Eigentlich halte ich von dieser Box nichts, aber Pantry Guns, Neil Goldman, Planet Express Schiff könnten schon unter Umständen echt wichtig werden für die Zukunft. Nicht unbedingt für normale Matches, sondern eben nur für diese Special Challenges. Ich glaube nicht, dass ich diesmal bei dieser Space Challenge gut abschneiden werde, weil ich einfach nicht die passenden Kombos dafür habe. Dale, Gossen, Trunkenbold, Jellybean Schnaps, Weintrio, Francine Smith. Von der Box bin ich jetzt auch nicht so begeistert. Francine Smith ist nicht so toll und der Mythic Dale ist jetzt auch nicht so der Bringer. Dann schauen wir mal die Thunder Party Box rein. Schauen wir mal, Party All Time. Das hier könnte unter Umständen doch schon ein bisschen interessanter sein. Naja, 9,35, 9-fach Blutsauger, 4-fach berauscht. Dann haben wir die Thunder Cocktails auf jeden Fall werden eine große Rolle, wie gesagt, spielen in diesem ganzen Drunk BGE. Wird auf jeden Fall etwas mehr Angriff haben. Jellybean Schnaps, Party im Biertank, Eugene Belcher, Philip J. Fry. Das heißt also, diese Box hier, Eugene Belcher ist gut, Philip J. Fry ist gut. Was haben wir denn da hinten noch? Hier, Tropical Drinks, gucken wir mal hier rein. Was könnten denn diese blauen hier noch bringen? Problem ist, wie gesagt, dass die BGE-Effekte 9,46, dass diese BGE-Effekte leider Gottes auf die Angriffswerte gehen. Und deswegen, ja, ist das Ganze nicht so toll. Chief Cat Munchies auch, gehen auch auf 42 hoch. Eugene Belcher, Philip J. Fry, gut. Party im Biertank, gut. Jellybean Schnaps, gut. Thunder Cocktails, hervorragend. Thunder Cocktails, eine der stärksten Drunk Support-Karten aktuell, ja. Party All Time. Ja. So, das heißt, aktuell ist meiner Meinung nach die Thunder Party Box wirklich der ein absoluten Draw wert, ja. Sonderangebot. Da kann man sich schon mal ein bisschen was von holen, würde ich sagen. So, dann schauen wir doch mal, was hätten wir denn noch? Wir hätten jetzt, ja, sind wir eigentlich schon hier durch. Dann gehen wir mal in die Meisterschaft und wenn ich das hier vorne schon sehe, da werde ich ja Meshugge, ja, hier, Bending School Grad, eine meiner absoluten Lieblingskombos. Bending School Grad, ich liebe diese Combo, ja, die ist so mega geil. Warum ist die mega geil? Das werden wir gleich sehen hier. Was ist denn da los? Irgendwie mag er mich gerade nicht. Müsste aber doch eigentlich funktionieren. Nö. Morgen nicht. So, dann gucke ich mal hier. Vielleicht kriege ich es hier wenigstens irgendwie mit hin. Ich befürchte aber auch, das wird nicht funktionieren. Was ist denn das? Ah, jetzt müsste es hin. Oder?
Jetzt haben wir es. So. Bending School Grad. Hier sehen wir es. Warum ich diese Kombo so abfeiere. Ja, wir haben einmal entführen und wir haben berauscht. Und wir haben eine Mauer. Das alles in allem ist so stark, dass du damit wirklich fast jede Karte, die auch einen Berauscht-Effekt hat, klein bekommst. Ja. Hier, wir gehen mal durch. Wir haben die Quark Preschool, wir haben Joff Community College, wir haben Henry Haber Debater, Professor Lerner, Dr. Banjo, Principal Shepard, Professor Baxter, Mr. Front, Wozniak, Nerd Academy, Bending School und den Neil Goldman. Und natürlich dann schauen bei der Mythic-Version, die ist auch mega krass. Also, wie gesagt, mit dieser Combo kriegst du mega viele Karten kaputt, die dir sonst echt arge Probleme bereiten würden, unter Umständen eben matchentscheidend sind. 500 Gems würde ich jetzt nicht dafür aus, also ja, müsst ihr euch echt überlegen, also wer sie hat, kann sie dafür ausgeben. Ich habe das Ding schon mit 2 Kronen, weil er war schon für die normalen Steine drin gewesen. Es ist eine der krassesten Kombos im ganzen Spiel, effektiv ohne Ende, kann ich euch nur sagen. Also, hier Cleaning Ranch, schauen wir mal da rein, die zählt jetzt nicht zu den krassen Kombos, da haben wir hier einmal eine Peggy mit Rogers Kleiderschrank und dann kommt eben einfach nur ein Cripple Wert raus, jetzt soll ich mal Cripple All, deswegen kann man die gleich weglegen, die 500 Gems kann man sparen, aber ein Soda Chugger. Und der Soda Chugger ist das da. Ja, Slurm. Mit einer Louise. Und dann kommt der Soda Chugger raus. Und da hast du dann plötzlich, ja, einmal Cheers. Und dann kriegst du ein Hemmerchen, also sprich 11 Angriffspunkte hinzu, wenn der Combo gespielt wird. Lohnt sich das? Nein, lohnt sich nicht. So, damit sind wir beim Soda Chugger auch schon durch. Dann haben wir allerdings hier eine andere Kombo, die durchaus interessant ist für die Leute, die eben ein Bill im Deck haben. Das ist der Bill-Dozer. Den kennen die meisten von euch mit Sicherheit. Das kann ich eigentlich auch schon jetzt maxen, damit wir die richtigen Werte sehen. So, der Bill-Dozer hier. Bill-Dottery. Geht mit der Tom Landry Middle School, dann hast du hier vorne plötzlich 27 Angriff, 11-fach berauscht, 23er Mauer und Schild noch mit den 295 Leben. So bedeutet, wenn du da jetzt mal 10% reinstecken würdest, dann hättest du, ja, zwar nur 12 berauscht, du wärst wahrscheinlich bei 30 Angriff. Die Mauer würde sich erhöhen auf 25, die Lebensanzahl auf 65. Das ist natürlich jetzt alles nicht so mega stark, muss ich sagen. Also James Woods High School, Flag Football auch nur 10. Ja, lohnen sich da jetzt tatsächlich die Steine? Lohnt sich das? Also ich habe den Bildoser irgendwie deutlich viel stärker in Erinnerung. Wahrscheinlich bei Sportevents Events oder eben, ja gut, auf einer Sportinsel ja genauso. Na, müsst ihr aber berechnen, da kriegt ihr 25% auch nochmal drauf. Bildoser. Hm. 20% ist bei 13-fach berauscht. Du wärst bei 27er, bei der 27er Mauer wahrscheinlich 26 oder 27. Du hättest hier 30, vermutlich 33 Angriff. Tja. Also hier muss ich echt sagen, bei dieser Combo bin ich ein bisschen ratlos. Also ich sag's mal so, also wenn man hier sich Steine verholt, dann am besten gleich auf 2 Kronen hoch, weil dann macht das Ding schon mehr, deutlich viel mehr Spaß. Ob sich eine Krone alleine lohnt, boah, schwer zu sagen. Ist wirklich schwer zu sagen. Also ich bin mir da jetzt nicht so ganz schlüssig. Ist auf jeden Fall eine starke Kombo.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt sagen kann, ja, da sollte man jetzt 1000 reinpayen oder. Müsst ihr selber wissen. Also müsst ihr echt, in dem Fall bin ich raus hier beim Bildhauser. Sehr, sehr schwer die Entscheidung. Ich denke, es gibt bessere Kombos. Na, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut sich mal an, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Benjamin Geisch. Ich freue mich auf euch. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.